Woche endet sich mal wieder dem Ende. War gerade Life is Strange spielen. Und jetzt ist mir eingefallen, ich wollte ja noch ein Video zum Hearthstone-Poll machen. Da habe ich eingeloggt und auch bemerkt, dass sie neue Seasons mit angefangen hat. Heißt, ich habe meine Kiste, die ich öffnen kann, mit Rang 3. Oh, geil. Oh, die hätte ich gleich schon in Golden. Die habe ich so oft, glaube ich, in Golden aus dem also Season Chest bekommen. Er riecht gleich durch von dem Rücken. Kein Rücken. Oh, 15 Dust. Oh. Wow, okay. Holomancer ist alleine schon die 100 Dust wert im Endeffekt. Golden Legend, Golden Epic. So, wie viele Bonussterne habe ich jetzt eigentlich dann? Ich wurde mir auf Rang 7 direkt reingerankt dafür. So, Tweet Hunter, Hunter. Die Hunter ist gut, weil in dem Brawl geht es um doppelte Death Rattle. Und da habe ich ein Hunter Deck gespielt. Einfach nur random Death Rattle Karten, die ich reingemacht habe eigentlich. Deswegen, das werde ich auch nicht abändern oder so. Ja, ich habe auch gesehen schon, dass es OTK Schurkendecks gibt's. Die habe ich schon angetreten. Also ist mir jetzt geil, ich will jetzt einfach nur ein Video machen, deswegen unverändert einfach mein random Dead Rattle Hunter. Am Ende ist ja eh, wer das schnellste wer das meiste Tempo aufbringt, hat eh gewonnen. Tremble before the might of the elves. Bladed kann man early gut kombinieren vielleicht. Okay, Leprakum ist ja keine schlechte Karte. Weil. Ein Mana 1-1 macht viel Schaden. Wenn er stirbt. Für ein bisschen Tempo. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche gegen jetzt noch mehr Tempo. Ich könnte auch noch Musik anmachen. I'm warning you. I'm unstable. Hätte ihn vielleicht sogar triggern sollen, damit der alleine auf dem Board bleibt. Weil jetzt kann er den da rein traden, hat schon mal eine Gefahr weniger davon. Oh. War nicht gut überlegt von mir. Ah, wo soll es denn mit dem Battle, Alter? Ich muss probieren mit Spirit Singer. Oder wie heißt es? Spirit, doch. Spirit Singer Amper. Und dann entweder die oder die. Weil der mehr Tempo hat. Würde ich sagen. In diesem Fall. Handle it!
Blue Enemy Hero. Heißt, sie überlebt. Das ist essentiell wichtig. So, jetzt muss er ja auch noch was raushauen an dem Feuer. Card Draw? Bring me steel. Er hat auf jeden Fall mehr Wert auf so kleine Dinge gelegt. Ist schon böse. Aber ich kann auch böse Sachen machen. Ja. Ja, Tempo. Auch wenn es nur einer ist, ist Tempo genug. Weil ich so viel Material zum Reintreten habe. Na, komm, komm. Hier bin ich, alle. Komm, greif an, Alter. Mit den drei Karten, da dürfte ihnen eigentlich jetzt nichts aus der Patsche helfen. In dieser Situation. Ja, das ist zu langsam. Jo, ich geh einfach fest, weil... Was will er machen? Der müsste jetzt 11 Schaden... ausspielen können. Mit zwei Karten und 4 Power. Das ist möglich natürlich, aber ich glaube nicht, dass er sowas auf der Hand hat dafür. Na? Komm. Warte. Ja. Ja. Hä? Das ist schon cool zu. Ja, aber bringt halt nichts, ne? Ja, und jetzt? Ich lebe immer noch. Ich müsste immer noch 5 Damage aus der Hand haben können. Also es wäre jetzt möglich, wenn das die Handkarte, ja, wenn du ein Beast kontrollierst, hast du 5 Schaden machst mit der. Aber das reicht nicht, ne. Wie gesagt, hat nicht gereicht. Wie gesagt, es hätte reichen können. Aber da hätte er eine andere Karte gebraucht. Victory. Ah, eine Runde geht noch. Alleria versus Anduin. The light shall bring victory. Tremble before the might of the elves. Ich brauche meine Low Drops. Der Vizaurus Egg ist mit Bladehead natürlich ganz cool. Vielleicht für einen 5er raus zu cheaten. Man kann ja auch erst einen Turn 4 machen. Oder halt. Ja, doch, Turn 4 spätestens. Oder Turn 3, ja stimmt, mit der Münze, wenn ich jetzt nämlich die Münze mache. Und dann nächste Runde Blade Dead. Ich bin auch gespannt, ob das wegtraden würde. Weil beides ist für ihn ja eine scheiß Situation eigentlich, wenn er es wegtradet. Das ist scheiße, weil ich 2-5-5 habe und wenn er es lässt, ich auch 2-5-5 wäre. Okay, er nutzt es aus, um Karl zu bauen.
Play that. Kator. So, und was will er jetzt machen als Priest? Folgen Turn 4. Und weil er in Disc stirbt, kriegt er wieder 2-5 mehr. Und der gibt mir noch 2 Karten zum Trauen. Was willst du tun? Ja, was willst du tun? Ja, mach was du willst, Alter. Da es Standardformat ist. Oh. Wollte eigentlich Abos spielen, aber das ist ja noch cooler. Auf geht's, Priester. Er muss das Board jetzt auch halbwegs klären. Wenn die nicht so bleiben, habe ich Liesel. Er muss auf jeden Fall jetzt ein Board clear machen. Mehr oder weniger. Okay, das ist lustig. Aber wird er trotzdem nicht weiterhelfen. Der ist tot. Der ist tot. You have been. Wie gesagt, wenn man einmal gewinnen ist, kann ziemlich hart am gewinnen. Tja. Zum nächsten Brawl. Ciao.